Herr Professor Thompson, lieber Christoph, wir sind hier beim San Antonio Breast Cancer Symposium 2022, direkt vor Ort. Und es gab heute in der neoadjuvanten Situation zur triple negativen Situation einen Vortrag. Was wurde da gezeigt mit dem Carboplatin? Ja, beim triple negativen Mammakarzinom in der frühen Situation, also in der nicht metastasierten Situation, behandeln wir ja heutzutage eigentlich grundsätzlich neoadjuvant. Und es geht da um die Frage der besten Kombination von Medikamenten. Eine offene Frage über die letzten Jahre war, ob man zusätzlich zu der Standardtherapie mit Paclitaxel, gefolgt von Anthracyclinen und Cyclophosphamid, auch noch ein Medikament, das Carboplatin heißt, hinzufügen soll. Dazu waren die Daten der Vergangenheit ein bisschen heterogen. Frau Leubel von der GBG hat zusammen mit Herrn Unsch eine große internationale Studie geleitet, die Brightness-Studie. Da stellte sich sehr schön heraus, dass die Carboplatin-Zugabe doch einen großen Effekt hat. Allerdings war das nicht das primäre Zielkriterium dieser Studie, sondern bei dieser Studie ging es eigentlich um die Therapie mit einem PARP-Inhibitor. Andere GBG-Studien hatten auch den Platin-Effekt sehr schön zeigen können, allerdings mit einer Chemotherapie, die nun keine Standardtherapie war. Und die Amerikaner haben eine Standardtherapie vorgelegt in Kombination mit oder ohne Carboplatin, die sogenannte Siekhoff-Studie von Bill Siekhoff, der die Studie damals geleitet hatte. Und dort konnten die Ergebnisse hier der deutschen Arbeitsgruppen nicht so verifiziert werden. Und auch in den Meta-Analysen waren die Ergebnisse ein bisschen durchwachsen. Insofern war es doch ganz wichtig, jetzt noch einmal zu zeigen, ob das Carboplatin etwas hilft oder nicht. Wir selber haben aus unserer Klinik retrospektiv so etwa 160 Patienten auswerten können, weil wir Carboplatin schon sehr lange dazu geben und konnten schon zeigen, dass das Carboplatin noch einen zusätzlichen Effekt gibt. Diese Studie jetzt aus Indien hat genau diese gleiche Frage auch nochmal gestellt und randomisiert die Patienten eben entweder mit Carboplatin oder ohne Carboplatin in einem Taxan-Anthracyclin-Sequenzschema untersucht. Und dabei kam heraus, dass das Platin in Bezug auf die Remissionsrate im Sinne der sogenannten histopathologisch nachgewiesenen Komplettremission, der PCR, einen deutlichen Effekt hat, über 10% mehr Remissionen als ohne Carboplatin. In Bezug auf das 5-Jahres Event-Free Survival, ereignisfreies Überleben, auch einen großen Effekt hat, 12% absolute Differenz von, ich glaube, 62 auf 74% ereignisfrei. Das sind schon tolle Zahlen. Und auch im Overall Survival fand sich ein deutlicher Benefit zugunsten von Carboplatin, auch wieder absolut etwa 12% mehr, also von 65 auf 77% 5-Jahres Überleben. Das sind bei einem triple-negativen Mammakarzinom schon sehr gute Zahlen, zumal man daran denken muss, dass in dieser indischen Studie 80% der Patientinnen Tumoren hatten größer 5 cm, also lokal fortgeschrittene Tumoren, die wir hier bei uns fast gar nicht mehr sehen, dadurch, dass die meisten Frauen heutzutage ja doch durch Frauenarzt oder vor allem auch durch das Mammographie-Screening frisch erwischt werden. Das Interessante bei dieser Studie war jetzt aber, dass dieser Gesamteffekt sich eigentlich nur bei den jungen Frauen, also unter 50 Jahren, darstellen ließ und bei den Frauen, die älter als 50 waren oder schon postmenopausal waren, da ließ sich überhaupt kein Vorteil durch das Carboplatin sehen. Können wir bisher nicht interpretieren. Wir hätten jetzt eher gesagt, dass die Tumorgröße eine gewisse Rolle spielt. Für die Klinik muss man sagen, es ist eine Studie, die schön nochmal bestätigt den Effekt von Carboplatin. Das wird ja als Backbone, als Basistherapie auch eingesetzt bei der Therapie der Patienten mit Tumoren größer 2 cm, wo wir das Pembrolizumab, den Immuncheckpoint-Inhibitor, ja grundsätzlich mit einsetzen. Und das ist dann ja gut begründet in der Kombination, wie das Originalschema heißt, Carboplatin, Paclitaxel, gefolgt von Anthracyclin mit Cyclophosphamid in Kombination die ganze Zeit für ein Jahr dann auch mit Pembrolizumab. Das ist derzeit das Standardschema und das ist durch diese indische Studie nochmal schön bestätigt worden, dass das Carboplatin doch eine wichtige Rolle spielt. Vielen herzlichen Dank für dieses Update.